Der Schulbus der Makemba Academy, einer Schule in Kenia, etwa 40 Kilometer südlich von Mombasa. Anstelle von Schule steht heute für Schüler und Lehrer etwas anderes auf dem Programm. Sie alle sind hier zusammengekommen, um Müll zu sammeln. Eine Aktion, die alle Schüler pro Klassenstufe zweimal im Jahr durchlaufen. Zunächst erhalten alle Teilnehmer ein paar Handschuhe, um den Kontakt mit möglichen Schadstoffen zu vermeiden. Ist alles organisiert, geht es an den Strand. Von insgesamt über 250 Schülern sind heute 17 Jungen und Mädchen sowie 5 Lehrer im Einsatz. Zuletzt betritt Maren Kehler, die Gründerin der Schule, das Sammelgebiet. Gesucht wird an diesem etwa 500 Meter breiten Strandabschnitt des Daini Beaches. Was die Flut an Plastik oder sonstigem Müll an den Strand gespült hat, entspricht etwa dem, was wir heutzutage an nahezu allen Stränden unserer Welt an Müll vorfinden. Bei den nächsten Aktionen werden andere Klassen weitere Abschnitte des etwa 10 Kilometer langen Strandes von Unrat befreien. Für die Schüler ist dies eine Aktion, bei der sie hautnah einen Eindruck von der Verschmutzung bekommen und, das ist das Hauptziel dieser Unterrichtseinheit, nachhaltig für das Thema Meeresschutz sensibilisiert werden. Jetzt um 10 Uhr vormittags ist es am Daini Beach schon fast 30 Grad warm. Im Schatten, versteht sich. Nach etwa einer Stunde ist die Arbeit getan. Ein Tropfen auf den heißen Stein, könnte man meinen. Doch, wenn überall auf der Welt etwas in Gang kommt, so wie hier, macht das Mut und bringt uns ein ganzes Stück weiter. Bevor es wieder zurück in die Schule geht, gibt es eine kleine Stärkung. Höchst willkommen bei den Temperaturen, die in Kenia herrschen. Helfen Sie mit, die Schule und deren Projekte zu unterstützen, ob in Form einer Schulpatenschaft oder durch Spenden.